Die Schwere und die Trägemasse, das macht man sich an einem Beispiel, an Situationen plausibel. Ich stelle mir eine schwere Kugel vor, die ruht auf den Fußboden und ich möchte diese Kugel bewegen. Somit ist klar, ich muss mit einer Kraft, ich nenne sie mal F-Index 1, auf diese Kugel einwirken und dann werde ich aufgrund dieser Vorgehensweise einen Widerstand verspüren. Also diese Kugel hat was dagegen, dass ich ihre Position hier verändern möchte und wird einen gewissen Widerstand meiner Krafteinwirkung entgegensetzen. Und wenn ich dann so eine Situation beschreiben will und mich dabei auf die Masse dieser Kugel beziehen möchte, dann muss ich von Trägermasse hier sprechen. Ist diese Kugel an einem gravitativen Prozess beteiligt, sprich befindet sich die Kugel meinetwegen im freien Fall auf den Weg zum Erdboden hin, dann muss ich hier von schwerer Masse reden. Also immer wenn ein Körper beteiligt ist an einem gravitativen Prozess, dann muss ich die Gravitationskraft des Newton hier berücksichtigen und dann muss ich bezogen auf die Masse des Körpers die schwere Masse hier mit einbeziehen. Somit steckt die schwere Masse dieses Körpers in diesem Gravitationsgesetz. Gut, warum er dann doch schreiben darf in entsprechenden Aufgaben, die Trägemasse ist nichts anderes als die schwere Masse und das wird dann meistens abgekürzt mit klein m. Warum man das so schreiben darf, das machen wir uns anhand eines Gedankenspiels plausibel. Ein Flachdach. Auf diesem Flachdach befindet sich eine Kugel oder unsere Kugel meinetwegen und ich wirke mit einer Kraft auf diese Kugel ein. Ich möchte diese Kugel über dieses Flachdach schubsen, sodass sich letztlich diese Kugel im freien Fall befindet. Folglich wird die Kugel in dem Bereich des freien Falls eine jetzt noch unbekannt angenommene Beschleunigung erfahren, A-Index 2. Die Kraft, mit der ich auf die Kugel einwirke im Bereich des Flachdachs, wirkt sich auf die Masse, auf die Trägemasse aus. Warum? Das hat man gerade besprochen. Und ruft eine Beschleunigung A-Index 1 hervor. Gut, diese Beschleunigung, die im Bereich des freien Falls wirkt, kann ich anders schreiben als Kraft durch die Trägemasse. Jetzt haben wir doch gerade gesagt, ich darf nicht die Trägemasse anwenden, wenn sich mein Körper im freien Fall befindet. Da muss ich von schwerer Masse sprechen. Ja, in dem Bereich kommt für diese Kraft hier oben nur eine einzige Kraft in Frage und das ist die Gravitationskraft des Newton. Somit steckt diese schwere Masse, die Bezeichnung der schweren Masse, die ich hier setzen muss, in diesem Gravitationsgesetz des Newton. Somit kann ich ansetzen, diese unbekannt angenommene Beschleunigung ist nichts anderes als die Gravitationskraft, jetzt vom Betrag, ich lasse den Vektorpfeil weg, durch meine Trägemasse. Ausformuliert ergibt das Ganze Gravitationskonstante mal schwere Masse mal die Masse der Erde, geteilt durch deren Abstand zum Quadrat mal 1 durch die Trägemasse. Gut, jetzt hat man durch vieles Experimentieren im Labor festgestellt, wenn ich eine Glaskoppel habe, ein Ventil, ich saug die Luft hier raus aus der Glaskoppel, positioniere eine Feder auf gleicher Höhe mit einer Billardkugel, lasse zum gleichen Zeitpunkt diese Feder und die Billardkugel los und dann werde ich feststellen, beide Objekte werden zur selben Zeit auf diesen Boden aufschlagen. Folglich werden beide Objekte mit derselben Beschleunigung zum Erdmittelpunkt hin beschleunigt, nämlich 9,81 Meter Sekunde zum Quadrat. Warum ich das im wahren Leben nicht beobachten kann, liegt an diesem Luftwiderstand. Wenn ich ein Blatt Papier fallen lasse und die Billardkugel meinetwegen, dann werde ich feststellen, dass dieses Blatt aufgrund der großen Fläche vom Luftpolster einen größeren Widerstand entgegengesetzt bekommt als meine Billardkugel mit der kleineren Querschnittsfläche. Somit werde ich beobachten, dass diese Billardkugel schneller auf die Erde zu
bewegt wird als dieses Blatt Papier, was nichts an der Tatsache rüttelt, dass wenn ein luftleerer Raum erzeugt ist, sprich ein Vakuum, werden alle Gegenstände mit dieser Beschleunigung, mit diesem Beschleunigungsbetrag zum Erdmittelpunkt hin beschleunigt werden. Folglich gilt diese Beschleunigung für jedes Objekt und ich kann somit meine unbekannt angenommene Beschleunigung durch diese experimentell erworbene Beschleunigungsgröße, Beschleunigungsbetrag ersetzen, nämlich G. Gut, jetzt haben wir in den externen Videos dieses G ja gezeigt. Im entsprechenden Video die Fallbeschleunigung G gleich 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Das hier entspricht ja meinen Term, also die Schweremasse natürlich ausgeschlossen. Also, was wir schreiben können, G ist doch nichts anderes als diese Gravitationskonstante mal Masse der Erde durch den Abstand zwischen den beiden. Mal, naja, Schweremasse dividiert durch die Trägemasse. Gut, jetzt kann man schon sehen, warum man schreiben kann, Trägemasse gleich Schweremasse gleich diesen kleinen m. Nämlich, die Gleichung kann nur erfüllt sein, wenn ich hier hinten kürzen kann. Ne? Also, G entspricht ja nichts anderem als dem. Also steht hier nichts anderes als G mal Schweremasse durch Trägemasse. Naja, und daraus folgt, die Schweremasse muss der trägen Masse entsprechen und somit kürzt man das einfach ab, klein m. Na, so dass ich hier kürzen kann, dann ist die Gleichung hier erfüllt. Eine wahre Aussage und somit ist die Sache gegessen. Gut, damit bin ich fertig und ich beende dieses Video.